Wir müssen eines der Tore öffnen. Na, diese Tröge kennen wir doch schon, stimmt's, Bruder? Hat geklappt. Sollen wir? Diese Meinung, die du da hast, hast du deshalb dieses Bündnis vorgeschlagen, weil ich deine Armeen bei Ragnarök anführen soll? Das ist Tyrs Aufgabe, nicht meine. Es ist offensichtlich, dass Tyr kein Kriegsgott mehr ist. Ich auch nicht. Dieses Leben ist Vergangenheit. Das Töten von Göttern wohl nicht. Oder was tun wir sonst in dieser Welt? Diese Waffe zu schmieden? Deine Wahl. Du weißt, wohin das führen könnte. Ich beschütze nur meine... Ich weiß. Und wir beide wissen, wozu dich der Schutz deines Kindes bringen kann. Siegelpfeile bringen hier nichts. Wo könnten sie nur das Dritte versteckt haben? Vorsicht! Diese Grimme sind von Nachtmaren besessen. Sie sind noch gefährlicher, solange wir sie nicht betäuben. Über dir!
Atreus' Mutter war eine Riesin, nicht wahr? Sie gehörte zu den Jötnern. Ja. Ich meinte nicht, dass sie groß wie ein Haus war. Ich weiß, dass nicht alle Riesen riesig sind. Ein Größenunterschied ist ja auch nicht weiter schlimm. Oder unterschiedlich viele Gliedmaßen. Nein, überhaupt nicht. So, wir können das andere Tor öffnen. Warum hast du gefragt? Ich habe nur daran gedacht, wie Odin die Riesen seit Generationen bekämpft und beinahe vollkommen vernichtet hat. Zweimal. Jetzt könntest du dazu beitragen, ihn ein für alle Mal aufzuhalten. Glaubst du nicht, dass deine Frau das vielleicht gewollt hätte? Maße dir nicht an zu wissen, was sie wollte. Ich spreche nur aus, was du selbst gedacht hast. Ihre Geheimnisse begleiten dich bei jedem Schritt, nicht wahr? Wenn du über deine Zweifel sprechen würdest, könntest du vielleicht besser mit deinem Sohn reden. Ich habe keine Zweifel. Sie weiß, was ich zurückließ. Sie hätte das nie von mir verlangt. Warum sollte sie es verlangen müssen? Sie sah dein Schicksal. Drei von Odins Sippe sind tot, weil sie dich auf diesen Weg brachte. Meinst du, sie wusste nicht, was es hieß, dich nach Jötunheim zu schicken? Das ist reine Vermutung und ich glaube, es reicht jetzt auch, Hoheit. Wir bemühen uns hier schließlich alle zusammenzuarbeiten, nicht wahr? Du hast recht. Also gut, bringen wir das Rad zum Laufen. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ein Anfang. Ha, gemeinsam. Hinter dir!
vorbei. Tja, wer braucht danach etwas frische Luft? Alle? Dachte ich mir. Ich wollte dich nicht provozieren oder deine Ehe anzweifeln. Ich glaube nur, dass dein Kopf dir etwas anderes sagt als dein Instinkt. Und davon verstehe ich einiges. Wenn wir hier raus sind, lasse ich dir etwas Zeit, um zu überlegen, ob du bereit bist, die Waffe mit allen Konsequenzen herzustellen und zu benutzen. Inzwischen sehe ich zu, was ich hier sonst noch erfahren kann. Vielleicht schicke ich ja obendrein noch ein paar Einherjar nach Valhalla. Tja, dann viel Spaß. Hey, da seid ihr. Wurde auch Zeit. Ich habe hier alles vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch zur Schmiede gelangen. Falki! Aber denk dran, das ist nicht der Weg zur Schmiede. Warum habe ich das Gefühl, dass du dahinter steckst? Das ist eine Zutat aus dem Rezept. Wie kamen sie in diese Welt? Oh, sie waren mit Weltenreisen vertraut. Yari wurde nämlich als Krieger von Midgard erzogen. Er sollte in den Familienkriegen kämpfen, eine Frau finden, ruhmreich sterben. Aber das lehnte er ab. Er ging vor. Er folgte seinem eigenen Weg. Ich wäre nicht überrascht, ihr Zeichen auch in anderen Welten zu finden. Hey, versuch mal deine Hand da reinzustecken. Willkommen, Bro. Das war ein Witz, du Hohlkörper. Der alte Brock, du schaffst das!
Ich mach gerade eine Pause. Jetzt geht's los. Du hast nur bekommen, was du verdient hast. Haben wir das Ding auch zerkloppt? Damit du es weißt, es war schon zerkloppt, als wir kamen. Ja, natürlich. Habt euch ja mächtig ins Zeug gelegt, um den alten Tier rauszuholen. Hat sich als richtiger Volltreffer entpuppt, was? War aber noch klar genug, um meine Küche zu klauen. Hi-ha! Deine schicken Abkürzungen. Ich vertrete mir gerne mal die Beine. Ich kann dich einholen, wann immer ich will. Diese Köter. Deswegen sind also die Tore zu. Moment, ich hab es gleich. So. Du immer herein, Fremder. An diesen Trick gewöhne ich mich nie. Einheimische in Sicht. Benehmt euch. Dann schlägt hoffentlich keiner Alarm.
genug getuschelt, ihr elenden Muttersöhnchen mit eurer Schutzausrüstung. Habt ihr doch nie eine lebende Legende gesehen? Ja, das ist gar nicht gut. Du verstehst, was hier los ist, oder? Diese gruseligen fliegenden Augäpfel haben ein Nest auf den Seilen gebaut. Wir müssen irgendwie darauf und sie beseitigen. In Ordnung. Das Rad da oben scheint das Tor zu öffnen. Nicht, dass wir da... Hochklettern geht da nicht. Such doch mal nach einer Möglichkeit, den Aufzug hochzubekommen. So geht doch! Moment, ich komme! Bruder, hast du bemerkt, dass die Zwerge aus dem Lager viel aufgeregter waren, Brock zu sehen, als dich? Sie schienen überrascht zu sein. Alles klar. Jetzt kann ich die Kurbel drehen und den Geysir abdecken. Gib mir einfach ein Signal, wenn du bereit bist. Jetzt. Jawohl! Er steigt auf! Wir müssen beide gleichzeitig stoppen. Verstehst du? Sieh dich um. Finde einen Winkel. Ist das nicht dein Ding? Hey, ich kümmere mich um die Kurbel. Mach du mal den Rest! Wir brauchen einen neuen Überblick. Drehen. Verstanden. Hättest du ihn schon gefunden? Können wir noch etwas höher rauf? Das rauskriegen, sonst kommen wir nicht weiter. Hey, wo willst du hin? Wir müssten das rauskriegen, sonst kommen wir nicht weiter.
Wir brauchen einen neuen Überblick. Dreh noch mal. Zu Befehl. Können wir noch etwas höher rauf? Nochmal. Zu Befehl. Sieh dich um. Finde einen Winkel. Ist das nicht dein Ding? Nochmal. Können wir noch etwas höher rauf? Hey, ich kümmere mich um die Kurbel. Mach du mal den Rest. Ah, vielversprechend. Na, es geht doch. Mitten ins Schwarze. Das Tor ist offen. Komm durch und plündere dich mit die Seile. Hoppla! Ich glaube, die haben uns gesehen. Da oben! Endlich! Jetzt können wir zur Schmiede fahren. Na los, die Dame wartet. Hey, ich habe noch ein Rätsel für dich. Was wird größer, je mehr man davon wegnimmt? Mal überlegen. Wahrscheinlich etwas Abstraktes. Hunger? Nein, das ist es nicht. Körperlos und ratlos. Oh, ein nettes Wortspiel. Trottel. Brise. Ich fange etwas für die Dame ein. Was fängst du ein? Den Wind? Nein, du Schwachkopf. Das Rauschen des Windes. Wie? Schaut zu und lernt.
Wisst ihr, die Zwergenmagie befasst sich mit dem Nicht-Greifbaren. Mit dem Verhältnis zwischen dem Zeug, was man berühren kann und was nicht. Es geht ums Verstehen. Verstehen wovon? Dass die Natur einer Sache wichtiger ist als die Gestalt der Sache. Moment mal. Ich rieche Ärger. Zeig mir, was du kannst. Jetzt macht es Boom. Also, diese Dame. Die Dame der Schmiede. Es gibt kein magischeres Wesen in dieser ganzen Welt. Ich habe auf eine Möglichkeit gehofft, sie zu treffen, seit ich einem Nigger bis zum Knie ging. Aber Sindri ließ es nicht zu. Er fand mich zu ungehobelt. Bah! Doch heute ist es endlich soweit. Oh, ich habe Gänsehaut bis zu den Hühneraugen. Aber Brock. Ich habe dich noch nie so ehrfürchtig gesehen. Bist du nervös? Was? Sei still! Nein, leck mich!
Los, Kalkstein, dreh die Kurbel. Legen wir los. Das geht nicht. Was ist es diesmal? Aus dem Weg, lass mal sehen. Oh, verdammter Scheiß. Muss ich in dieser verfluchten Stadt etwa alles selbst reparieren? Ich brauche ein paar Sachen. Mir nach. Uff, dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Unsere schöne Axt muss diesem Material dort drüben zu Leibe rücken. Das stachelige, silbrige Zeug. Du bekommst das hin. Diese Dame, was macht sie? Tja, das werden wir beide bald wissen, oder? Aber eins weiß ich. Wenn wir Glück haben, gibt sie uns ihren Segen. Sie segnet nicht jeden. Aber wenn sie es tut, ist es ein echtes Spektakel. Die Axt? Tja, diese Angelegenheit war ein ganz schönes Durcheinander. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon.
verdammter Scheiß. Muss ich in dieser verfluchten Stadt etwa alles selbst reparieren? Ich brauche ein paar Sachen. Mir nach. Uff. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Unsere schöne Axt muss diesem Material dort drüben zu Leibe rücken. Das stachelige, silbrige Zeug. Du bekommst das hin. Diese Dame, was macht sie? Tja, das werden wir beide bald wissen, oder? Aber eins weiß ich. Wenn wir Glück haben, gibt sie uns ihren Segen. Sie segnet nicht jeden. Aber wenn sie es tut, ist es ein echtes Spektakel. Die Axt? Tja, diese Angelegenheit war ein ganz schönes Durcheinander. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon. Fee war die Einzige, die je meinen feinsinnigen Humor verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Jetzt brauche ich was von dem Bronzezeug, das bei dem ganzen kaputten Holz liegt. Früher wollte ich immer unbedingt der Beste sein und hab geschuftet, bis ich umgekippt bin. Mit der Zeit gibt es immer weniger zu beweisen. Und man findet sein eigenes Tempo und hängt sich nur richtig rein, bis es persönlich wird. Zum Beispiel, um der Dame endlich zu zeigen, was in einem steckt. Wow, Ziegenbart, das Rätsel hast du aber schnell aufgegeben. Ich gebe gar nichts auf. Es wird größer, je mehr man wegnimmt, ja? Ganz genau. Ich hab's. Es ist Verlangen. Nein. Was meinst du mit Nein? Verlangen wird größer, wenn man das, nachdem man verlangt, wegnimmt. Gut, keine perfekte Antwort. Aber was ist denn deine? Ja, so leicht bekommst du das aus mir nicht raus. In Ordnung, zurück an die Arbeit. Noch eine Kurbel zu drehen, dann geht's in die Schmiede. Ich sehe keine Schmiede. Du siehst nicht die Gestalt einer Schmiede. Aber wir gehen zur Natur einer Schmiede. Einen Moment lang konnte ich ihm sogar folgen. Alles klar, los, kurbeln! Die Schmiede. Da kommen sie. Zutat. Das Blut eines Gottes. Gib ihr deine Hand.
Ivifreder, fast vergessen. Bitte. Es wäre eine Ehre, wenn du es segnen könntest. Bist du... Hallo? Hallo? Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Mehr Jungfrauen sprechen nicht mit unseren Körpern, sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einem Teil, der dir vielleicht fehlt. Verdammt. Scheiße! Verdammt, Sindri, du verlogener Rattenhintern! Ich wusste es. Ich war tot. Ich bin gestorben. Was willst du von mir? Er braucht einen Segen. Ja, tja, die mit dem Segen hat sich gerade in den Seetang verbisst. Er braucht den Segen eines großen Schmiedes. Was? Nein, nein, ich kann nicht segnen. Ich hab nicht alle Seelenteile. Der Segen wäre nichts wert. Es kommt auf die Natur einer Sache an, nicht auf die Form. Na gut. Möge diese Waffe ihr Ziel treffen. Möge sie weise geführt werden. Möge sie nach getaner Arbeit niedergelegt werden. Dann kehren wir heim. Natürlich kannst du unseren Neuzugang nicht ohne Probelauf mit nach Hause bringen. Ja, wir haben Freiwillige. Waffe, die ein Spartaner benutzt. Ach ja, wie in den guten alten Zeiten, oder? Ich hätte es selbst nicht bedrohlicher sagen können. Wetter, die es gibt! Siehst du die Schwachstelle? Ramm dort einen rein. Da
Das machen wir also wie Jungs. Hör mal, ich weiß zu schätzen, was du vorhin gesagt hast. Es ist gut, Freunde zu haben, wenn sich der eigene Bruder als dreckiger Lügner entpuppt. Bestimmt wollte er dich bloß beschützen. Das war nicht seine Entscheidung. Wenn ein Mann stirbt, hat er das Recht, es zu wissen. Nur Mut, Brock. Wir sterben alle irgendwann. Viele von uns mehr als einmal. Ach, vergessen wir es einfach. Wir müssen den Speer fertig auf die Probe stellen. Na los! Vermutlich müssen wir jetzt kreativ werden. Ach, leck mich doch! Überall Augapfelnester! Mach deinen Wurfarm bereit! Vorsicht, Dreck! Das Nest trifft das verflixte Nest! Schalt lieber das Nest aus, sonst wimmelt's hier bald von Augäpfeln! Andere Vorschläge, Gürteltasche? Ach, also gut. Es wird größer, je mehr man wegnimmt. Ist es Zeit? Denn je weiter man sich von Erlebnissen entfernt, desto größer werden sie in der Erinnerung. Nein, das ist Blödsinn jetzt, wo ich es sage. Vergiss es. Heute läuft es gut. Ja. Da mal an. Finde einen guten Winkel und schleudere den Speer direkt rein. Bei diesen Dingern kommt es immer auf den richtigen Winkel an. Gerade von vorn. Gut. Dafür gibt's ein Extra-Lob.
kannst das zurück zu Ratatöskern bringen, wann immer du bereit bist. Euch beide um einen letzten Gefallen bitten. Dann sind wir quitt. Was dort in der Schmiede passiert ist, mit der Dame, das erzählt ihr nicht weiter. In Ordnung? Stimmt. Na, in Ordnung. Diese Armleuchter! Gleich schalten diese Grimme ihn aus! Nein! Sammel du die Beute ein. Ich werde mich da drüben niederlassen. Danke, Brock. Das ist ein guter Speer. Da hast du verdammt recht. Ich schätze, ich weiß, wie du von hier runterkommst. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Der Tag war zu gut, um mir jetzt noch die Seele aus dem Leib zu kotzen.